Hallo zusammen. Heute wollte ich euch mal ein kleines Video drehen zu der Frage, ob ihr noch auf dem richtigen Weg seid. Diese Frage kam mir heute persönlich halt auch in den Sinn, weil ich mich natürlich halt auch mit gewissen Themen auseinandersetze, beziehungsweise auch so meine Themen habe. Und heute kam mir eben halt diese Frage, Tina, bist du eigentlich noch so auf dem richtigen Weg? Und habe mich da halt auch so ein bisschen mit auseinandergesetzt. Und dachte so, das könnte dem Kollektiv doch auch mal eine Frage sein, bin ich eigentlich noch auf dem richtigen Weg? Und das hat mir so den Impuls gegeben, euch dieses kleine Video eben halt zu drehen, ob ihr noch so auf dem richtigen Weg seid. Jetzt habe ich mir gedacht, ich werde das auf keinen Fall irgendwie zeitgebunden drehen. Das heißt, egal wann ihr das Video schaut, es wird immer passen. Na, weil ihr dann halt auch mit meinem Video in Resonanz geht und es dann halt auch immer zum richtigen Zeitpunkt sehen werdet. Ne? So, ich habe hier als erstes eben halt eine Karte gezogen aus dem Deck von der Doreen Virtue und zwar Antworten der Engel-Orakel. Und dann habe ich, das sind die Karten hier, das werde ich auch nochmal unter das Video schreiben. Dann habe ich die blaue Eule der Lenormand-Karten benutzt und die weiße Eule der Lenormand-Karten benutzt. So, jetzt habe ich also gefragt, die liebe geistige Welt, sind deine Kinder, also das Kollektiv, seid ihr auf dem richtigen Weg? Und dann kam diese Antwort. Nein, mit Ausrufezeichen sogar. Die Karte gibt es nämlich zweimal. Also es gibt einmal ein Nein ohne Ausrufezeichen und einmal mit Ausrufezeichen. Und da dachte ich erst schon, oh, ups, was ist das? Nein, ihr seid nicht auf dem richtigen Weg. Und dann habe ich da eben halt so ein bisschen drüber nachgedacht und halt auch in dem Booklet gelesen. Und habe dann den Impuls eben halt erhalten, euch halt auch zu sagen, nicht zu erschrecken. Ich bin nicht auf dem richtigen Weg. Oh Gott, was jetzt? Was ist los? Wo bin ich von meinem Weg eben halt auch abgekommen? Sondern ich habe eben halt auch den Impuls bekommen, hey, das ist heute für euch ein guter Hinweis. Ich sag euch, im Moment seid ihr ein Stückchen weit von eurem Weg abgekommen. Na, manchmal geht man noch mal so in alte Verhaltensmuster, alte Denkmuster und da finde ich dieses Nein. Ich sehe gerade, das reflektiert hier so ein bisschen vom Licht. Kann man das hier so? Ja, geht, ne? Besser. Ist also, finde ich, ein super Hinweis der geistigen Welt. Ich habe mich auch total bedankt und habe gesagt, boah, danke, ne, dass ihr uns das hier so mitteilt. Nein, wir sind nicht auf dem richtigen Weg. Jetzt habe ich dann weiter überlegt und habe dann eben halt mit der blauen Eule drei Karten gezogen mit der Frage, was könnt ihr denn tun, um wieder auf den richtigen Weg zu kommen? Ne? Wäre da mal ganz spannend. Ne? Und da habe ich das gezogen, das Buch, das Haus und die Roten. So, und zwar geht es hier eben halt darum, für mich ganz klar um die Ursprungsfamilie, wo kommt ihr her, eure Herkunftsfamilie, eure Wurzeln. Da scheint irgendwo noch etwas im Verborgenen zu liegen, wo ihr euch mit auseinandersetzen dürft. Mir kam dann halt auch weiter noch, wo dürft ihr vielleicht halt auch noch Infos sammeln? Was wisst ihr noch gar nicht? Hier ist die geschlossene Seite des Buches zum Haus, also zur eurer Hersprung, ja, Ursprungsfamilie eurer Wurzeln. Was wisst ihr da noch gar nicht? Ne? Wo gilt es da vielleicht halt auch noch mal so ein paar Informationen zu sammeln, womit ihr euch dann mit auseinandersetzen dürft? Ne? Dann kam mir halt auch noch weiter, dass man ja eben halt auch so Glaubenssätze von zu Hause eingetrichtert bekommen hat. Ich sage jetzt mal, Vater hat zu Mutter XY gesagt, Mutter hat sich so und so gegenüber Vater verhalten. Ich mag gar nicht genauere Beispiele angeben, weil sonst würde ich euch vielleicht in so eine Richtung schubsen, wo
wo ich euch gar nicht hinschubsen möchte. Ich möchte euch gar nicht schubsen. Aber ich denke mal, wenn ihr da mal in euch hineinhorcht, so in eurem Bauch, in euer Unterbewusstsein, spricht man ja halt auch mit dem Buch, durch Meditieren, durch einfach schlichtweg Auseinandersetzen mit Themen, wo du gerade spürst, Mensch, das und das ist jetzt gerade bei mir dran. Woher kenne ich das denn? Verdammte Hacke, ne? Und da hat die liebe geistige Welt euch hier mit auf den Weg gegeben. Hier, aus eurem Zuhause her kennt ihr das. Na, da dürft ihr euch mit auseinandersetzen. Da ist noch drin geschrieben, ein etwas, wovon du eben halt noch nichts weißt. Wieso, weshalb, warum dieses Thema jetzt gerade aufgekommen ist, beziehungsweise da ist in eurem Leben. Und da gibt es verschiedene Möglichkeiten, die ihr da, worauf ihr da kommen könnt, also was da in eurem Unterbewusstsein ist. Also wie gesagt, vielleicht eben halt auch direkt mal zu Hause nachzufragen. Vielleicht in der Tat einfach in Anführungsstrichen simpel ein Buch zu lesen. Zum Beispiel, wenn man sich gerade mit dem inneren Kind auseinandersetzt, ne, kann man da eben halt vieles, vieles, vieles drüber lesen. Da gibt es sich Bücher drüber. Im Internet könnt ihr darüber lesen. Ihr könnt das innere Kind im Arm nehmen und. Na, also da werdet ihr mit Sicherheit den Weg finden. Ich mag da wirklich gar nicht so sehr Beispiele an die Hand geben. Na? So, und dann habe ich so gedacht, wenn ihr euch dann halt damit auseinandergesetzt habt, ihr habt jetzt ganz viele Informationen gesammelt, ihr habt euch damit auseinandergesetzt, vielleicht halt auch, wie hier euer Fundament ist. Wie ihr so euer eigenes Fundament eben halt aufbauen wollt, ne? Solche Dinge eben halt zum Beispiel. Das kann ja eben halt auch wieder auf den richtigen Weg führen, ne? Habe ich die liebe geistige Welt dann eben halt gefragt, unterstützt dann halt auch nochmal mit drei Lenormand-Karten der weißen Eule. Wohin führt es? Wohin führt euch dann dieses Auseinandersetzen mit euch selbst, mit eurer Ursprungsfamilie etc., was ich gerade gesagt habe? Und da ist dann gekommen der Mond, der Fuchs und die Wolken. Und da habe ich erst nicht schlecht geschluckt. Ich habe gedacht, oh, ich setze mich also damit auseinander und was mache ich? Falsche Grübeleien. Führt echt zu Verwirrung, oh je. Das ist ja eigentlich genau das, was ich jetzt nicht mit diesem Video bezwecken wollte. Ich möchte ja gerne, dass ihr in die Klarheit kommt, in die Erkenntnisse kommt, in die Selbsterkenntnis auf den Weg zu euch. Da würde ich euch gerne hinstupsen. Und dann habe ich gedacht, Moment mal, das ist ja halt auch ein super Hinweis. Zum einen, geh nicht in die falsche Grübeleien, geh nicht in die falschen Gedankengänge. Wie gesagt, sonst verwirrt es dich und bringt dich quasi eigentlich mehr auseinander. Und ich gebe dir jetzt den Hinweis, weil ich halt auch diesen Impuls bekommen habe und ich, wie gesagt, auch erst geschluckt habe, habe gedacht, oh Gott, jetzt habe ich mich auseinandergesetzt hier mit der ganzen Geschichte und was habe ich jetzt davon? Komme jetzt hier in Grübeleien, ich komme hier in Ängste, die ich überhaupt nicht haben wollte. Jetzt bin ich ja genauso schlau wie vorher. Und dann habe ich gedacht, die geistige Welt, die ist so nicht. Die möchte dir einen super tollen Hinweis geben, wo du hinschauen darfst. Weil der Fuchs heißt für mich immer, bitte, bitte schau doch da mal hin. Und der Mond, der heißt oder bedeutet halt auch die Schattenseiten. Die Schattenseiten, schau dir deine Schattenseiten an. Also vergiss bitte nicht in der Auseinandersetzung mit dir und deinem Ursprung die Dinge, die dir da im Außen gezeigt worden sind, unter anderem aus deinem Elternhaus. Ich bleibe jetzt einfach mal da. Wo ist da der Schattenteil in dir? Also Mutter hat sich gegenüber Vater XY verhalten. Wo ist da eventuell der Anteil auch in dir? Halt auch umgekehrt, ne? Wenn es jetzt gerade zum Beispiel Partnerschaftsprobleme gibt bei dir, ne? Wie hat sich Vater gegen Mutter gegenüber verhalten? Was hat er immer gesagt, ne? Wie hat er immer geschimpft? Was für Diskussionen gab es da? Was für welche Streitereien? Wie wurden die Diskussionen gelöst?
Gab es Lösungen? Gab es Wiedergutmachung? Gab es Entschuldigung? Kommt mir gerade. Gab es Entschuldigung? Na, gab es, es tut mir leid, ne? Also was hast du da im Zusammenleben deiner Eltern zum Beispiel mitbekommen auf dem Weg? Und das könnte eben halt auch etwas in deinem Unterbewusstsein liegen, was du eben halt im Außen, was dir im Außen gezeigt worden ist. Und damit darfst du dich jetzt auseinandersetzen mit deinem eigenen Schattenanteil. Und da darfst du dankbar sein, dass sich das sich hier in deinen Wurzeln gezeigt hat. Denn mit diesem Schattenanteil kannst du quasi, ja, ich sage nicht gerne so das Wort arbeiten, aber das darfst du dir anschauen. Der Fuchs sagt, schau es dir doch bitte mal an. Das, was in deinem Zuhause falsch gelaufen ist, ist auch ein Schattenteil in dir. Und das bringt dann hier mit der Fuchsschwanzspitze und der hellen Seite der Wolken, das fand ich ja natürlich total prima, kommt da also Klarheit auf, ne? Die dunklen Wolken, die verziehen sich, die gehen raus. Da wird sich etwas aufzeigen, da kommt ein Aha-Erlebnis, da kommt etwas ins Außen, wo du sagst, ah, das hätte ich ja nicht gedacht. Wie das, ja, das habe ich auch schon bei mir festgestellt. Und das darf ich mir anschauen und dafür darf ich dankbar sein, dass ich das erleben durfte, die Erfahrung haben durfte. Danke, liebe Eltern, dass ihr mir das aufgezeigt habt. Das kann ich im Heute für mich eben halt ändern. Und damit möchte ich auch mal ein kleines Video abschließen und würde euch wirklich bitten, geht nicht in die falsche Denke, geht nicht in die falschen Ängste, beziehungsweise, ja, nicht in die falschen Ängste. Ich sage immer unbewusst häufig halt auch das Richtige, weil ich diese Eingebung halt habe. Geht nicht in die Angst, die euch dann ja weiterhin auch angenommen auf einen falschen Weg führen kann. Ne? Also diese Legung, auch wenn sich das erstmal gar nicht so als positiv vielleicht gestaltet hat, aber wirklich einen ganz, ganz guten Ausgang, nämlich da, dass es letztendlich darum geht, aus der Enttäuschung, aus der Verwirrung herauszukommen. Und euch hier eben halt mit diesen Sorgen, Unklarheiten auseinanderzusetzen, die dann eben halt quasi hier mit der Fuchsschwanzspitze ist es für mich immer die richtige, die ehrliche, die wahrhaftige Seite. Also dieses mit auseinandersetzen, dass dies dann in die richtige Richtung geht. Und dann darf sich das Nein auch in einem Jahr wieder wandeln. So. Ich hoffe, dass ich euch da so ein bisschen helfen konnte. Also ich fand das jetzt auch nochmal aufschlussreich für mich. Und hoffe, dass euch mein kleines Video gefallen hat. Und ich wünsche euch für heute alles Liebe und Gute und sage bis dann.